sauber, umweltfreundlich. Damit wird immer wieder gerne die Erdgasförderung beschrieben. Das klingt schon fast wie gesund. Und da ist es für große Energiekonzerne mehr als praktisch, dass es in Niedersachsen viel Erdgas zu fördern gibt. Dort liegt das größte Förderfeld Deutschlands. Nur merkwürdig, dass genau dort besonders viele Menschen an Krebs erkrankt sind. Hendrik Loven und Gabriella Ballascher über verseuchte Äcker und besorgte Anwohner. Der kleine Ort Allerdorf in Niedersachsen. Mitten im größten Erdgasfördergebiet Deutschlands. Hier gibt es nur wenige Häuser, aber viele Krebsfälle. Mein Schwiegervater ist an Krebs erkrankt, ich bin an Krebs erkrankt, meine Schwiegermutter ist an Krebs. Drei Leute in einem Jahr. Ja, wir haben jetzt so viele Krebsfälle hier, so viele verschiedene Krebsfälle. Für mich ist das kein Zufall mehr. Renate Köter trifft sich mit anderen Betroffenen. Sie dachten, sie leben in einem ländlichen Idyll. Jetzt rätseln sie über die vielen Krebserkrankungen im Dorf. Wie kann das angehen? Das ist so punktuell hier in Allerdorf, dass es da 10 Krebserkrankungen gibt in 9 Häusern. Wir haben 27 Häuser, das ist ein Drittel. Warum hier? In der Gegend um Allerdorf wird seit Anfang der 90er Jahre Erdgas gefördert. Klingt harmlos. Doch was viele nicht wissen, dabei entsteht giftiges Abwasser, das sogenannte Lagerstättenwasser. Es wird unterirdisch durch Pipelines zur Entsorgung gepumpt. Darin krebserregende Stoffe wie Quecksilber und das hochgiftige Benzol. Diese Leitungen verlaufen beim Ort Völkersen auch unter der Weide von Landwirt Heinrich Klüver. Und hier ist die Stelle, wo Anfang Dezember 2011 die erste Probe genommen wurde. Und hier wurden eben direkt über der Leitung in 1,20 Meter Tiefe eben Konzentrationen bis 4000 Mikrogramm je Liter Lagerstättenwasser an Benzol gefunden. Das ist eben, wo es ab 5 Mikrogramm anfängt, zu gesundheitsgefährdend zu werden. Und da ist eben 4000 doch sehr viel. Wir zeigen dem anerkannten Toxikologen Dr. Hermann Kruse die tausendfach überhöhten Messwerte aus Niedersachsen. Benzol gehört zu den ganz wenigen Arbeitsstoffen, von denen wir wissen, und zwar eindeutig wissen, dass er beim Menschen Krebs erzeugen kann. Und diese Stoffe zählen natürlich, wie Sie sich vorstellen können, zu den bedenklichsten Stoffen, mit denen wir das überhaupt in der Umwelt zu tun haben. An vielen Stellen haben die Gutachter hier Benzol im Boden gemessen. Doch einen Zusammenhang zu den Krebsfällen will das zuständige Unternehmen RWE DEA nicht sehen. Es würden Daten fehlen. Die ganze Region ist wie ein Spinnennetz mit Pipelines durchzogen. Unterirdische Rohre führen das benzolhaltige Lagerstättenwasser von den Bohrplätzen zur Entsorgungsstelle. Irgendwie auf dem Weg dorthin muss in und um Völkersen das Benzol in die Erde gelangt sein. Die Bevölkerung ist entsetzt. Der Betreiber RWE DEA beschwichtigt öffentlich. Ja, einerseits werden wir jetzt detailliert die Leitungen beproben und schauen, wie groß der Benzolbefund ist. Zweitens haben wir derzeit keine Indikation für eine Leckage. Insofern ist es zu früh, eine genaue Ursache dort festzustellen. Das wäre Spekulation. Wir wollen wissen, wie kommen tausendfach erhöhte Werte eines der giftigsten und krebserregenden Stoffe ins Grundwasser und in den Boden? Durch solche Rohre wird das Lagerstättenwasser von RWE DEA in der Region verpumpt. Es sind PE100 Kunststoffrohre. Sie können nicht rosten und halten die meisten Stoffe zurück. Und was ist mit dem krebserregenden Benzol? Wir fragen eine Kunststoff- und Chemieexpertin. Professorin Sibylle Planitz-Penno hat sich viele Jahre mit Kunststoffrohren beschäftigt. Wenn man Benzol dort durchpumpt, dann wird sich das Benzol langsam an dieser Oberfläche anreichern und wird langsam in das Material hinein diffundieren. Und so ganz, ganz langsam wird es dann hindurchwandern und auch irgendwann nach Wochen, Jahren die Oberfläche wieder erreichen. Und seit wann weiß man das? Ja, es gibt Veröffentlichungen aus den 60er Jahren. Es gibt dann größere Untersuchungen aus den 80er Jahren im Zusammenhang mit der Abdichtung von Deponien. Dieses Wissen scheint bei RWE DEA noch nicht angekommen zu sein. Es hätte bisher keine Auffälligkeiten gegeben, schreiben sie uns. Dabei müsste es der Industrie längst bekannt sein. Auch beim Gasförderer ExxonMobil gab es 2007 in Niedersachsen Probleme. Auch hier trat Benzol aus PE-Leitungen aus. 2500 Tonnen Erde mussten entsorgt werden. Die Sanierung dauerte fast 4 Jahre. ExxonMobil schreibt uns zum Benzol:
Zu diesem Zeitpunkt war unbekannt, dass höhere Kohlenwasserstoffe in geringeren Mengen durch PE diffundieren können. Dies ist erst Ende 2007 erkannt worden. Wir fragen die genehmigende und kontrollierende Behörde für Erdgasförderung in Niedersachsen an, das Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie. Sie schreiben, dass die Durchlässigkeit bis 2007 ein unbekanntes Schadensbild war. Wirklich? Konnten Sie es nicht früher wissen? Mit ein paar Klicks im Internet findet man von den Herstellern selbst sogar Hinweise, dass PE-Rohre ungeeignet für das Verpumpen von benzolhaltigen Flüssigkeiten wie Lagerstättenwasser sind, also genau das, was bei der Erdgasförderung passiert. Wie konnte die Behörde solche Rohre dann genehmigen? Elke Twesten ist in ihrem Wahlkreis selbst betroffen und sieht schwere Versäumnisse. Dann müssen wir uns darüber unterhalten, ob das nicht bis zu einem gewissen Grade fahrlässig war und ist. Denn ein Kunststoffrohr auf seine chemische oder die Wirkung von Chemikalien auf Kunststoffrohre zu überprüfen, gehört, glaube ich, nicht zu den hochwissenschaftlichen Disziplinen. Das wäre eine der selbstverständlichsten Maßnahmen gewesen. Dabei gibt es Alternativen, sogenannte Verbundrohre, eine PE-Schicht, umgeben von Aluminium und anderen widerstandsfähigen Stoffen. Doch die sind viel teurer. Auch die Anwohner können nicht glauben, dass Behörden und Industrie nichts von den Gefahren und Alternativen wussten. Ein gestandener Konzern, die haben Leute, das sind studiert, das sind Fachleute. Und das wird so stümperhaftig vorgegangen. Also es geht Profit vor Sicherheit. Und das macht einen sprachlos. Übrigens hat das Land Niedersachsen bis vor kurzem die Erdgasförderung trotz Millionengewinne der Energiekonzerne auch noch subventioniert. Und auch in den anderen Bundesländern will man Erdgas fördern lassen. Die Felder sind schon abgesteckt. Das Ziel, mehr Unabhängigkeit von ausländischem Gas. Doch dann müssen die Behörden genauer hinschauen. Hier in Niedersachsen fordern die Anwohner jetzt die komplette Sanierung aller betroffenen Flächen.